Das verstehe ich nicht. Warum gibt es denn zwei Stadttore? Das macht doch gar keinen Sinn. Was ist euer Begehren? Seid gegrüßt, Erzbischof von Magdeburg. Ich bin der brandenburgische Markgraf Weidemar. Das kann nicht sein. Dieser wurde doch 1319 bestattet. Nein, ich begab mich auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land und wollte nicht gestört werden. Also täuschte ich meinen Tod nur vor. Ohne Beweis ist das nur eine leere Behauptung. Ich bin der letzte Askanier. Seht, der Siegerring mit dem askanischen Bären. Markgraf Waldemar, verzeiht meine zweifelnden Worte. Ihr seid der wahre Markgraf. Was liegt euch am Herzen? Kann es wirklich sein, dass der Markgraf Waldemar noch lebt? Scheinbar erkennen alle seine Echtheit an. Alle sind für ihn, du hast keine Wahl. Lass es möglichst schnell im Land verkünden, dass du den letzten der Askanier gefunden hast. Habt ihr das Neueste schon gehört? Nein, was meinet ihr? Der Markgraf Waldemar kommt nach Gransee. Das sind alles Lügen. Geht an die Arbeit. Ein reicher Mann, da ist ein reicher Mann. Was redet ihr, ein reicher Mann? Das kann nur der Markgraf Waldemar sein. Schnell, hopp hopp, bereitet alles vor. Es muss perfekt sein. Wir zeigen uns von unserer besten Seite. Ich werde ein großes und leckeres Mahl in der Taverne anrichten. Beeilt euch, es ist nicht mehr viel Zeit. Leute, höret! Graf Waldemar kommt! Grüß Gott, was für eine Ehre, dass ihr uns besucht. Nun ja, hier bin ich. Ihr habt doch nach der Reise bestimmt Hunger. Kommet und stärket euch erstmal. Kostet ihr von der Suppe. Die wird euch schmecken. Recht herzlichen Dank. Nehmt auch von Wein. Auf euer Wohl. Dankeschön. Was ist denn nun los mit dir? Das Stadttor muss zugemauert werden. Wieso soll denn das Stadttor zugemauert werden? Waldemar ist ein Betrüger. Aber das kannst du doch gar nicht so sagen. Warum kann ich das nicht so sagen? Und wir sind alle auf diesen Schurken reingefallen. Das hättest du aber eigentlich schon vorher wissen können. Rede nicht so einen Schmarrn. Das konnte niemand wissen, dass Waldemar ein elender Betrüger ist. Außer die Bauern. Die sind schuld, dass dieser Schurke überhaupt erst in meine schöne Stadt gekommen ist. Der falsche Waldemar starb 1356 eines natürlichen Todes am askanischen Hof in Anhalt-Dessau. Als Ersatz für das Stadttor wurde ein zweites, kleineres Stadttor daneben gebaut. Erst gute 500 Jahre später, 1818, wurden Steine aus dem Stadttor herausgebrochen und ab dort war das neue, große Stadttor wieder offen. Sag mal, träumst du? Scheint schon.